Sehr, sehr viel wurde schon in den vergangenen Tagen darüber berichtet, über die Causa Hans-Jörg Jenewein. In aller Kürze nun zusammengefasst, es wurde erst am Donnerstag publik, dass er eben ausgestiegen ist aus allen seinen FPÖ-Ämtern. Er war ja auch bis zuletzt parlamentarischer Mitarbeiter. Alles ist darauf zurückzuführen, dass im vergangenen September im Grunde von einem Zufallsfund aus entdeckt wurde, dass er möglicherweise etwas mit einer Anzeige zu tun hat gegen die FPÖ. Und die Anzeige, die ging konkret auch gegen Heinz-Christian Strache, gegen Johann Gudenus, also auch tatsächlich gegen ganz viele auch sehr, sehr wichtige FPÖ-Vertreter bzw. Ex-Vertreter. Auch der Wiener FPÖ-Chef Dominik Knepp sollte davor kommen. Und bei dieser Anzeige, da ging es auch darum, dass möglicherweise Spendengelder an die FPÖ und den FPÖ-nahe Vereine missbraucht worden wurden. Das alles hat sich nun hochgeschaukelt, es wurde publik und dann ist ihm Jenewein ausgetreten. Am Samstag, da gab es dann einen mutmaßlichen Suizidversuch, mutmaßlich, dass seine Schwester Dagmar Belakovic, die FPÖ-Bundesparteiobmann Stellvertreterin, das dementiert hat, dass es ein Suizidversuch war. Es war auf jeden Fall eine Verzweiflungstat, denn bei einem Telefonat am Samstag in der Nacht hat Jenewein selbst auch einem Vertrauten angeblich gesagt, dass er eine Verzweiflungstat begehen will und wird. Das hat er auch gemacht, zum Glück hat er eben überlebt, zum Glück ist das alles gescheitert. Nun haben sich aber sehr, sehr viele Fragen aufgetan, was auf diesem Datenstick nun auch zu finden ist. Und die Kritik, die ist nun auch immer lauter geworden, zum Beispiel auch gegen Herbert Kickl, der in seinem bisherigen Management noch weiter dadurch in der Kritik steht. Zum Beispiel am Samstag hat er eher die Nachrichten über Massenmedien verbreitet, auch FPÖ intern, und sich nicht konkret an die FPÖ-Spitzenpolitiker gewandt, was nun auch hart kritisiert wird. Außerdem gibt es auch keine Einigkeit, ob es nun ein Präsidium geben sollte. Bei einem solchen Präsidium könnte Herbert Kickl für einen lückenlose Aufklärung auch sorgen, das wird zumindest gefordert. Marlene Swatzek, die FPÖ-Chefin in Salzburg, die will das nicht, die sieht das als nicht notwendig an. Auch in Tirol wird das eher kritisch gesehen, im Burgenland hingegen, da kann man sich das schon sehr gut vorstellen. Also dieses Beispiel, das verdeutlicht sehr gut, wie viel Uneinigkeit auch zurzeit innerhalb der FPÖ herrscht. Eine klare, einheitliche Kommunikationslinie und Strategie, die hat sich nicht durchgesetzt. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr schlechtes Timing, wenn man bedenkt, dass erst am Dienstag dann offizieller Auftakt im Grunde ist für die Bundespräsidentenwahl. Für diesen gesamten Wahlkampf, da die Unterstützungserklärungen gesammelt werden könnten. Also zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Inzwischen ist eben die große Frage, wird es ein Präsidium geben? Wie wird auch Herbert Kickl das alles aufklären, die gesamte Sache? Wird er sich dazu äußern? Also es brodelt gewaltig innerhalb der FPÖ. Zumindest in den nächsten Tagen wird es auf jeden Fall eine Aufklärung geben, was genau vorgefallen ist. Wahrscheinlich geht es auch darum, was sich auf diesem Stick befindet. Also die nächsten Tage, spätestens die nächsten Wochen, werden konkret weisen, wie es nun innerhalb der FPÖ weitergeht und ob eine gewisse Einigkeit erzielt werden kann.